Hallo ihr Lieben, wir melden uns heute wieder aus dem Kindergarten von unserem Ladengeschäftsstandort in Korbach. Und wie ihr schon seht, es ist herbstlich bei uns. Wir waren draußen an der frischen Luft und haben ganz viele Kastanien gesammelt. Kastanienbasteln ist ja eigentlich auch so ein Muss im Herbst als tolle Familienaktion. Man kann raus, kann an die frische Luft. Man sammelt die Kastanien und kann natürlich auch später tolle Sachen rausbauen, wie hier diesen super coolen Hubschrauber mit Propeller. Und von Corvus, von dem Hersteller Corvus, gibt es auch ganz viele tolle Hilfsmittel, um eben das Kastanienbasteln noch ein bisschen spannender zu machen und das zu erleichtern. Genau, dazu haben wir euch heute verschiedene Dinge einmal mitgebracht. Die erhaltet ihr bei uns im Shop. Zum Beispiel diesen Kastanienpilz. Da könnt ihr die Kastanien ganz toll einspannen und dann mit den Bohrern anbohren. Da gibt es verschiedene Stärken von den Bohrern, dünne und dicke, damit ihr da verschiedene Lochgrößen herstellen könnt. Und ganz toll ist an diesem Kastanienpilz, dass wenn ihr mal abrutschen solltet oder eure Kinder abrutschen sollten, dann landet der Bohrer eben nicht direkt in den Fingern oder in der Hand, sondern da sind die Finger erstmal geschützt. Ne? Die Sicherheit ist eben beim Basteln und Werkeln da auch immer ganz oben mit anzusehen. So, und wenn ihr ein bisschen mehr vorhabt mit dem Kastanienbasteln, dann gibt es eben auch noch das große Kastanienbastelset für Profibastler. Da haben wir zum Beispiel auch diese Bohrer, die man schon kennt, die Kastanienbohrer mit drin. Aber da gibt es zum Einspannen der Kastanien eben nicht mehr den Pilz, der ringsrum zu ist, sondern da haben wir hier einmal diese Tischklemme, die kann man hier unten justieren, dass die an die Tischplatte angeschlossen werden kann, dass die schön fest sitzt. Und dann haben wir hier ein Kugelgelenk. Das heißt, wenn wir hier eine Kastanie einspannen, können wir jeden Winkel, den wir gerne möchten, auswählen. Und dann können wir die Löcher genau da bohren, wo wir sie brauchen. Richtiges Profi-Werkzeug. Richtiges Profi-Kastanie-Werkzeug. Und dann zum Beispiel diese Holzstäbe dann hineinstecken, je nachdem, was gebaut werden soll. Es gibt auch verschiedene Nägel in einem Set. Da könnt ihr dann auch mit den Nägeln dann die Verbindung herstellen und natürlich einen kleinen Hammer. Und dieses Set empfehlen wir für Kinder ab 8 Jahren, da auch ein Mini-Schnitzmesser mit enthalten ist, wenn man zum Beispiel mal eine Kastanie halbieren muss, weil man Füße braucht für ein Männchen oder genau andere Bastelvorschläge da noch verfolgen möchte. Genau, wir haben hier noch einen schönen Jutesack, den gibt es auch von Corvus. Da kann man zum Beispiel die Kastanien drin sammeln oder drin lagern. Man kann daraus natürlich auch ein bisschen was dekorieren. Und ja, also dann ist es schon ganz winterlich und im Winter zum Beispiel kann man diesen Kastanienpilz auch als Nussknacker benutzen. Zum Beispiel kann man ganz toll Walnüsse mit knacken. Der funktioniert auch für Eicheln. Zum Beispiel, wenn man eine Eichel als Kopf nehmen möchte oder auch mal mit einem anderen Naturmaterial basteln möchte, da funktioniert der auch für. Also das ist nicht nur was für den Herbst, sondern das kann man auch länger noch nutzen. Ja, wir hoffen, ihr konntet ein paar Inspirationen sammeln und falls euch die Sets von Corvus interessieren, wir haben euch alles in der Infobox verlinkt und auch noch die weiteren tollen Kinderwerkzeuge von Corvus. Schaut da einfach mal vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!